Zombie-Apokalypse ist in meiner Schule ausgebrochen. Und meine Aufgabe wird es sein, Leben zu entkommen. Und ob ich das geschafft habe, seht ihr in der heutigen Folge Roblox. Deswegen lasst einen Daumen nach oben da, abonniert. Und jetzt viel Spaß. Und damit, Leute, willkommen zu unserem ersten Schultag hier in Roblox. Und ja, Leute, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen spät dran. Ihr seht schon, es sind schon richtig viele Kinder in der Schule. Ich bin mit einer der letzten hier. Aber bevor wir jetzt in die Schule gehen, stellt sicher, dass ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und vergesst nicht zu abonnieren. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr gern in die Schule geht. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich ehrlich gesagt heute hier auf meinen ersten Schultag. Und ich muss erstmal ganz kurz gucken, Leute, wo unser Klassenzimmer ist. Ich glaube, das müsste hier sein, oder? Da ist auch schon unsere Lehrerin. Und zwar ist das Mrs. Karen, Leute. Und wo ist mein Namensschild? Ich muss mal gucken, wo ich sitze, Leute. Wenn ihr meinen Namen schon sehen könnt, Leute, lasst mal einen Daumen nach oben da. Ich finde den nicht. Oh, okay, warte mal. Hä? Warum sitze ich als Einziger ganz allein hier hinten? Also ich sehe, Leute, ich habe meinen Platz gefunden. Aber warum sitze ich denn ganz alleine? Guck mal, alle sitzen da vorne und ich habe als Einziger hier hinten den Tisch bekommen. Okay, warte mal, hier ist eine Umfrage. Sollen wir den Unterricht überspringen? Alle haben gesagt, ja. Ich nehme an, für den ersten Schultag überspringen wir einfach den Unterricht. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist jetzt, wir sollen nach draußen gehen. Da wartet ein Mobber. Hey, ich will nicht gemobbt werden, nicht am ersten Schultag. Oh Mann, Leute. Da fährt auch jemand mit... Warum fährt da jemand mit einem Stuhl rum, Bro? Was ist das? Hä? Der Schulmobber sagt, wir sollen ihm folgen. Hä? Und was... Bro, was passiert hier? Digga, also... geh zur Tankstelle. Hä? Ich dachte, wir machen Schule. Okay, anscheinend ist Schule für heute schon zu Ende, Leute. Wir sollen jetzt zur Tankstelle gehen. Okay. Dann gehen wir jetzt zur Tankstelle. Blocks and go. Vielleicht können wir uns eine Beefy oder sowas holen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Beefy feiert, Leute. Ich liebe Beefy. So. Okay, ich bin jetzt hier in der Tankstelle. Hallo? Frau Tankstellenmitarbeiterin. Ich hoffe, die ist ein bisschen gelangweilt, Leute. Der Mobber sagt, hey Lady, wo ist das ganze Essen? Ja. Anscheinend war das Militär hier alles mitgenommen. Also anscheinend gibt es heute nichts zu essen in der Schule, Leute. Okay. Gut, dann, kann ich den Mopper hauen? Oh. Und er sagt, er hat seine Hausaufgaben noch nicht gemacht, Leute. Und, oh, guck mal, da draußen, Leute, da ist wirklich Militär. Ich glaube, die haben tatsächlich das ganze Essen hier weggenommen. Das ist alles leer hier. Junge, ich wollte mir eine Beefy kaufen. Geht aber nicht, weil alles aufgekauft ist. Und warum hat er jetzt eine Rakete in der Hand, Bro? Ich habe keine Ahnung, in welcher Klasse ich hier gelandet bin. Hier ist ein Mopper, der 10-mal so groß ist wie ich. Dann, der hat einfach eine Rakete mitgenommen. Oh, der Direktor ist hier. Er hat gefragt, warum wir hier draußen sind und nicht in der Schule. Das ist eine gute Frage. Wir hatten Hunger. Und er sagt, wir sollen zurück zur Schule gehen. Okay. Oh, Leute, wir sind zurück in der Schule und ich bin, glaube ich, eingeschlafen und... warum ist es jetzt... Warum regnet es jetzt draußen? Es war doch eben noch schönes Wetter. Warum ist hier kein Lehrer? Hier machen alle Blödsinn. Warum rutscht der hier mit dem Stuhl rum? Was macht der? Bro, ich will auch so einen Stuhl haben. Hallo. Guck mal, wie der mit dem Stuhl hier rumfährt. Wartet mal, was ist das, Leute? Hört ihr das? Hallo? Habt ihr das auch gehört? Was war das, Leute? Oh, irgendwas stimmt nicht. Ey, bitte nicht am ersten Tag Schule, bitte. Mach jetzt hier keinen Blödsinn. Irgendjemand macht hier, glaube ich, ein dummes Spielchen, Leute. Das hat sich irgendwie nach Zombies... nach Zombies angehört, hallo? Warum ist das nicht ausgegangen, hallo? Ey, wenn es irgendwann zu sterben, könnt ihr bitte aufhören, mit den Stühlen hier rumzufahren? Hört auf! Oh Mann, Leute, wir haben ein dickes Problem. Warum guckt alle nach draußen? Ist da irgendwas? Ich sehe nichts. Kann vielleicht jemand das Licht anmachen? Hallo? Leute? Sehe nur ich das oder... Ist das ein Zombie? Ah! Oh mein Gott.
Das war ein Zombie, Leute. Oh nein, nicht am ersten Schultag. Ey, bitte keine Zombie-Apokalypse am ersten Schultag. Wie kann das sein, Leute? Vielleicht ist auch deswegen das Militär ausgerückt. Vielleicht, Leute, ist es aber auch nur ein dummer Prank am ersten Tag Schule. Vielleicht haben sich diese Leute von der Oberstufe, wisst ihr, so die Zehnklässler, die wollen uns bestimmt nur pranken, weil wir hier noch in der Schule sind. Und der Direktor ist zurück. Herr Direktor, kannst du vielleicht draußen schauen? Irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube, die Zehnklässler wollen uns pranken. Okay, wir sollen jetzt anscheinend die News lesen. Was? Breaking News? Warnung? Zombie-Ausbruch? Was? Nein, Leute, irgendjemand in einem Labor hat rumexperimentiert. Oh, jetzt sind irgendwie Zombies ausgebrochen. Sollten wir nach Hause gehen? Ich würde sagen, wir können jetzt nicht nach draußen. Wir müssen uns entscheiden. Sollen wir zum Bus oder sollen wir uns ja, ich sag mal, ausrüsten und uns Verpflegung holen? Wir können nicht raus, also müssen wir uns jetzt Verpflegung holen. Wir sollen jetzt die Supply-Kisten finden, also... Oh, guck mal hier. Hier ist so ein Brecheisen. Meint ihr, damit kann ich mich verteidigen, Leute? Guck mal, ich habe jetzt hier so einen Brechstangen. Vielleicht kann ich damit die Zombies hauen. Oh mein Gott, guckt euch das an! Also wir sollen jetzt auf Hilfe warten. Ich habe zwar keine Ahnung, wer uns helfen soll, weil draußen ist keine Menschenseele außer Zombies. Leute, ich weiß nicht. Es sind einige Stunden vergangen. Wir warten die ganze Zeit hier drin, aber es passiert irgendwie nichts. Wir sind jetzt 4 Stunden hier in diesem Raum drin. Und irgendwie kommt uns keiner zur Hilfe. Irgendwie. Ich weiß nicht. Die drehen schon alle komplett durch hier. Guck dir das an. Hallo? Hallo? Mein Gott, hört ihr das? Habt ihr das gehört? Da ist jemand rumgelaufen, Leute. Leute, jemand versucht, die Tür einzutreten. Oh mein Gott. Das ist bestimmt nur die Polizei. Ja, hoffen wir, dass es die Polizei ist. Hallo? Oh, was ein Glück. Es ist nur die Polizei, Leute. Donut Dave. Zum Glück ist er zur Hilfe. Donut Dave. Oh Mann, ich dachte schon, Leute, das ist ein Zombie. Ja, wir haben ihn angerufen, ne? Und er sagt, wir sollen glücklich sein, dass wir noch am Leben sind. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Wir können froh sein, dass wir nicht von Zombies aufgegessen wurden. So, in die Cafeteria gehen, um etwas zu essen. Wir sollen uns entscheiden. Wir sind nicht hungrig. Wir folgen Donut Dave, Leute. Wir essen später. Essen ist jetzt nicht so wichtig. Hauptsache, wir kommen hier raus. Leute! Ah! Hier sind überall Zombies! Ah, lass mich raus! Donut Dave, mach die Tür auf! Ihr müsst die Tür aufmachen, Leute! Brecht die Tür auf! Schlag dagegen, mach die Tür auf! Ich will nicht sterben, bitte! Mach die Tür auf! Ich will nicht sterben, ja! Ah, Leute! Ah, ich werde aufgegessen von einem Zombie! Aua! Ah! Ich bin fast tot, ich bin fast tot, ich bin fast tot! Oh mein Gott! Oh, können die klettern? Die können klettern! Ich bin fast tot! Ah! Bro, kann man jemand was machen? Ich bin gleich tot, Digga! Oh Mann, Leute! Ich wurde vom Zombie aufgegessen, weil der nur mich verfolgt hat! Ich wurde wiederbelebt, aber da stand, ich habe nur noch ein Leben übrig. Und es steht da, ich bin zu weit weg, Leute. Oh Mann, hier ist so ein Obby. Wir müssen uns beeilen. Teleportieren. Oh. Okay, wir haben uns teleportiert, Leute, weil wir zu weit weg waren. Digga, guck mal. Wir sind hier irgendwie über so ein Obby drüber gelaufen. Guck mal, da ist alles voll mit so Zombiesäure. Und Mrs. Karen? Das ist unsere Klassenlehrerin. Ich glaube, ihr geht's nicht so gut, Leute. Donut Dave? Herr Officer? Du könntest vielleicht eine Pistole oder sowas rausnehmen und uns helfen. Was sollen wir jetzt machen? Hier ist einfach noch so ein Zombie, Leute. Der wurde vermöbelt. Ich habe gar keine Ahnung, was es jetzt hier war, wo wir ausgebrochen sind. Hier ist alles voll mit Zombiesäure. Ich bin da irgendwie über so Autos drüber gelaufen. Okay, wir sollen in sein Auto einsteigen, Leute, hat er gesagt, der Donut Dave.
Und guck mal, hier ist ein Unfall. Hat jemand so einen Porsche gecrashed? Seht ihr das? Warte mal, hier kann man sich eine Pistole kaufen für 15 Robux. Gott sei Dank, endlich eine Waffe, Leute. Kostet auch noch 15 Robux, das kaufen wir uns. Wir haben jetzt hier eine Pistole. Ja! Das juckt den Polizisten, glaube ich, nicht, weil hier ist sowieso alles voll mit Zombies, Leute. Und, ey, was geht denn jetzt ab? Hallo? Irgendwas ist da drin, Leute. In diesem Müllcontainer. Herr Officer? Oh, Mann. Da ist nicht mal ein Zombie drin gewesen. Da war einfach... Das ist Dumpster Diver Dan. Keine Ahnung, was er da drin gemacht hat, Leute. Ich glaube, der hat sich ein Bierchen oder sowas gesucht. Ich glaube, er sieht nicht so gut aus. Aber ich weiß gar nicht, wie viele Leute leben denn noch. Ich habe das Gefühl, nicht mehr viele. Willst du mir sagen, ich bin nur noch zu zweit? Mit diesem Mädchen? Immerhin haben wir eine Pistole, Leute. Das soll uns auf jeden Fall weiterhelfen. Und das juckt den Polizisten einfach nicht. Meine, ich kann ihn abschießen? Herr Officer. Darf ich dich abschießen? Ich glaube nicht, Leute. Okay, warte mal. Gehe zu Blocks and Go oder dem Warehouse. Ich glaube, wir gehen zum Warehouse, Leute. Wir brauchen ein bisschen mehr Ausrüstung. Wir brauchen am besten noch so Medikits und so. Wir brauchen am besten noch, was können wir uns noch kaufen? Vielleicht irgendwie Rüstung oder sowas. Und, Herr Officer? Donald Dave, wo gehst du hin? Donald Dave! Oh. Ah, guckt. Da geht er zu diesem Warehouse hin, Leute. Zu diesem Lager. Er sagt, ich soll reingehen. Warum soll ich jetzt reingehen? Warum gehst du nicht mit? Da sind Wachen drin, Leute. Oh mein Gott. Was? Guckt mal, wir müssen dann jetzt zu Wachen vorbeischleichen. Oh mein Gott, die haben Maschinengewehre, Leute. Seht ihr das? Digga, was? Keine Ahnung, Leute. Wie wir uns jetzt hier dran vorbeischleichen. Ich glaube, wir müssen immer versuchen, im Schatten zu bleiben. Die sehen uns nicht. Oh mein Gott, Digga. Okay, jetzt schnell hier durch. Digga, was sind hier für Laser, Leute? Wir machen hier gefühlt Geheimauftrag. Okay. Nicht von dem Laser treffen lassen. Sehr gut. Okay, oh mein Gott. Ah! Oh mein Gott, ich bin vom Laser getroffen, Leute. Was ist das, Leute? Ah! Oh mein Gott, hier sind diese Wachen schon wieder. Ich dürfe mich nicht sehen, Leute. Ich dürfe mich nicht sehen. Okay, einmal hier hinten hoch. Die sehen mich bestimmt nicht, wenn ich hier drüber laufe. Oder sehen die mich? Ich glaube nicht, Leute. Okay, einmal hier oben lang. Hier ist so eine Seilrutsche. Oh! Mit dem Brecheisen, zack. Warte mal, guck mal, da unten ist, glaube ich, Gegengift, Leute. Die verpacken da irgendwas. Das sieht aus wie Gegengift, oder? Was meint ihr? Meint ihr, das ist Gegengift? Hä, wer ist das? Das ist irgendwie ein Schurke oder sowas, Leute. Er sagt, die sollen alles in den Van reinpacken. Und das Militär will eine Atombombe starten. Was? Ey, ich sag euch ehrlich, Leute. Wir sind hier langsam auf einer richtigen Geheimmission. Oh, Leute. Unsere Aufgabe lautet, wir sollen einen Ausgang finden. Ja, ich habe keine Ahnung, wo der Ausgang ist. Aber wir müssen einen finden, ne? Okay, ich glaube, ich muss jetzt nochmal. Oh mein Gott, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Nicht sterben. Nicht sterben. Wir müssen an den Wachen dran vorbeischleichen. Digga, ich habe doch keine Ahnung, wo wir einen Ausgang haben. Ich bin auch fast tot. Ha! Nicht auf mich schießen, ich bin unschuldig. Schlimm ist der Ausgang, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ah! Ah! Donald Dave! Ich will durch die Lüftungsschacht entkommen, Leute. Hier ist ein Lüftungsschacht. Donald Dave, ich bin gleich tot. Bitte, ich will nicht sterben. Okay, wir sind entkommen. Puh. Wo lang? Die verfolgen uns. Verfolgen uns. Ah! Die schießen auf mich. Donald Dave! Renn! Die schießen! Wir müssen aufs Dach hoch. Schnell. Schnell. Wir müssen sicher den Weg nach unten finden. Ja, das stimmt. Aber ich finde nur einen Weg nach oben. Hier sind überall Zombies. Ich glaube, wir können da runter über diese Zipline, Leute. Aber wir müssen diese Zombies irgendwie ablenken. Hat er mich gesehen? Ich hoffe nicht. Kann ich hier nach unten? Nee. Nimm die Zipline. Ich bin gleich tot. Entscheidet euch. Ich bin gleich tot. Entscheidet euch.
Bitte. Ich bin gleich tot. Ah, ich habe ihn reingelegt. Okay. Endlich. Ab nach unten. Junge, was habt ihr so lange gebraucht? Die haben da 5 Stunden sich entscheiden müssen, Leute. Wie wir jetzt hier runterkommen. Okay. Guck mal, da unten ist irgendwie, da ist eine Luke, Leute. Okay, schnell rein da. Abmarsch! Wir müssen hier rein. Donut Dave, helf mir! Wir müssen den Gullideckel aufmachen. Bevor die Zombies kommen. Bitte. Donut Dave? Was ist das hier hinten? Okay, Leute, wir haben den Gullideckel aufgemacht. Wir sind jetzt hier in der Kanalisation. Ich hoffe, wir können jetzt hier entkommen, ohne dass wir von Zombies aufgegessen werden. Digga, da ist eine Maus eingesperrt. Digga, keine Ahnung, warum da eine Maus eingesperrt ist, Leute. Okay, ich komme doch schon. Ihr müsst mich nicht teleportieren. Ich bin doch schon da. Mrs. Karen? Warte mal. Warum bin ich jetzt hier alleine mit Mrs. Karen? Mrs. Karen? Mrs. Karen? Meine Klassenlehrerin, Leute, ich glaube, ihr geht's nicht so gut. Oh, oh. Leute? Ich bin tot. Was? Ich muss mich wiederbeleben, hä? Ich war halt die ganze Zeit One-Shot. Was soll ich denn machen, Bro? Okay, ich habe mich wiederbelebt, Leute. Wartet. So, jetzt Mrs. Karen. Was soll ich machen mit Mrs. Karen? Soll ich sie schlagen? Ich glaube, wir müssen sie schlagen, oder? Mrs. Karen? Keine Ahnung, ob es dir gut geht, Mrs. Karen. Ich glaube nicht. Aber ich schlag dich ja einfach, wenn das okay ist. Digga, guck mal, die kann gar nichts machen. Die liegt auf dem Boden, Leute. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Ah, die schießt mich ab mit irgendwas, mit irgendwelchen Karten. Was ist das? Mrs. Karen, ich will Ihnen doch nur helfen. Ich weiß, Ihnen geht's nicht gut. Aber wir müssen sie... Ah! Was ist das? Die kann irgendwelche Hände aus dem Boden rausholen lassen. Aua, aua, aua. Was ist das? Mrs. Karen, aufstehen! Schlafzeit ist vorbei. Ich glaube tatsächlich, Leute, das ist verbuggt. Ich glaube, normalerweise sollte die hier drin sein, in der Mitte hier, glaube ich. Wir können die immer noch schlagen, wenn das Grüne weg ist. Ich glaube, die ist rausgebuggt. Ich glaube, das soll so nicht sein. Und ich bin tot. 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 Ich bin auch nicht tot. Ich bin fast tot. Ja. Ich bin tot, Bro. Was soll ich machen? Ich habe mich wiederbelebt, Leute. Jetzt. Jetzt, wo das grüne Ding weg ist, können wir sie attackieren. Oh mein Gott. Ey, warte mal. Warum ist da jetzt ein Ich-Zombie? Hallo. Die haben mich geklont. Hey. Warum ist da ein Relumex? Ich will kein Zombie werden. Was ist das? Hey. Donut Dave, warum helft ihr mir nicht? Aua, aua. Ich bin gleich tot. Aua. Jetzt. Attacke. Attacke. Aua, 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 aua. Bro. Bro, die farmen meine Robux. Das ist unmöglich. Deswegen lebt auch keiner mehr außer ich, weil das unmöglich ist, ohne Robux auszugeben. Jetzt. Attackieren. Hab ich sie? Ich glaube, ich hab sie. Haben sie besiegt? Die lag zwar die ganze Zeit auf dem Boden rum, Leute, aber egal. Nein, es ist der Zombie-Endboss, Leute. Das ist, glaube ich, der Schurke. Ich glaube, er ist ein bisschen sauer, weil wir Mrs. Karen vernichtet haben. Aber... Warte mal. Was ist das jetzt? Hallo? Hallo? Was passiert hier? Hey! Hey! Lass mich raus! Ich glaube, das ist kein Gegengift. Ich glaube, das ist das Zombie-Gift, Leute. Ah! Ah, bitte nicht!